So. Weiter, weiter, weiter. Guten Tag. Leiste mir Gesellschaft, bis etwas anbeißt. Was hast du denn so Feines? Golking. Ach, das ist so hässlich. Das sage ich jedes Mal, wenn ich das sehe. Es zieht so viel ab, ne? Ich bin gerade etwas verwirrt. Das ist irgend so ein Kind, was da lang läuft. Warum auch immer, und hat sich irgendwie an Fingern rumgesaugt oder so. Komischer Kauz. Nö. Goldini, Goldini. Dankeschön, dass das daneben ging. Das ist nämlich eine ätzende Attacke. Naja, wenigstens ist etwas Zeit vergangen. Süß. Der Alex, der kann schwimmen, ne? Ja. Bei Golf war das auch noch so, da konnte man irgendwie über Strudel noch irgendwo hinkommen. Das habe ich jetzt hier so gar nicht gesehen, aber habe ich jetzt auch kein Problem mit, weil das war nämlich, glaube ich, sehr verwirrend alles. Diese See reinigt Körper und Seele. Zwei. Ja, das ist gut. Oh, Seemon. So toll. Sag ich jedes Mal, wenn ich das sehe. Das ist aber auch, das sieht so toll aus. Ich glaube, unser... Ach, wie heißt denn unser King hier? King. Irgendwas mit King. Ich glaube, das ist schon sehr gut. Also, es ist ein sehr gutes Anfangs-Pokémon. Was aber auch am Ende halt noch geil ist. Und es hat sich auch schnell leveln lassen. Tentoxa. Aber nicht vergiften, bitte. Ne, Surfer brauche ich ja gar nicht zu probieren. Okay, Aquaknarre ist okay, wenn es mich jetzt nicht tötet. Er sieht in der Animation so... so pissig... Ach, fuck. Alex ist tot. So pissig aus. Ich hätte eigentlich auch mit Dennis die ganze Zeit kämpfen können. Dennis! Nice. Okay, es bekommen auch nur noch EP, die noch am Leben sind. Nein! Hallo? Stört es dich, dass ich hier schwimme? Nein. Aber anscheinend stört es dich, dass ich hier schwimme. Aber was bist du denn hier? Du gehst aber nicht hier hin. Ja gut, dann macht Dave halt. Hier, mach mal Stärke. Ja, das hat zwischendurch mal ein bisschen gehakelt da. Oh, 37. Super. Geowurf. Moment. Ich muss in mein Büchlein gucken. Ja. Ich glaube, Kratzer wird es werden.
Fall erstmal gucken, was der Geowurf so kann. Oh! Hier steht, verursacht Schaden entsprechend eigenem Level, unabhängig von den Fähigkeiten. Was macht Kratzer? Fuck. Ich glaube, ich mach's einfach für Kratzer. Oder wie viel hat denn Fußkick? Aber ich glaube, die haben. Also Karate-Schlag hat auf jeden Fall mehr und Fußkick hat, wird, denke ich, auch mehr haben. Kick 50. Ich nehme Kratzer, komm. Können wir jetzt direkt mal probieren. Nö. Ich glaube, das war okay. Ist auf jeden Fall eine sehr angstmachende Animation irgendwie mit dieser Kugel und so. Nö. Ich bin ganz froh, dass ich dann doch hier das Buch mir beiseite genommen habe. Wie viel haben wir denn vom Geowurf? 20. Das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr als hier. Dann machen wir nochmal Geowurf. Oh, nicht vergiften, nicht vergiften, nicht vergiften. Dankeschön. Oh. Ja, das hätte jetzt eigentlich nicht sein müssen. Das war unter der Gürtellinie. Ach Quatsch, laber mal. Hallo. Ich habe einen guten Fang gemacht. Möchtest du ihn sehen? Nee, nicht unbedingt. Hast du einen Gold King oder was? Ach du Heilige. Carpador. Ja. Genau. Nice. Noch eins. Nee. Nice. Noch eins. Nein. Ach Gott, ihr wollt mich doch hier alle nur nerven, ne? Aber ich schätze mal, diese... Die Arena hat irgendwas noch mit diesem komischen Gebäude zu tun, was daneben dran stand. Also das auch Labor dran stand, aber irgendwie nichts wirklich, irgendwie was drinne war. Mit diesen Schaltern und so. Ich glaube, da habe ich irgendwas verpeilt, irgendwie. Alter, der hat nur Carpador.
Ich habe nach unten gedrückt. Eieiei. Was ist denn für ein Langweiler? Yay. Wie viel Geld kriegen wir denn? Mist, ein Carpador. Hallo. Möchtest du wissen, ob die Fische beißen? Nein. Ich möchte wissen, ob du mir was zu essen geben kannst oder so. Ach, es ist so hässlich. Schnabel ist, glaube ich, gut. Das war jetzt sehr effektiv. Schnabel hätte ich auch gerne beim Lars gehabt, aber irgendwie kam das nie. Noch ein Goldking. Ah ne, Goldini. Ich bin doof. Ja gut, das war jetzt nicht so effektiv. Jetzt aber nochmal ein Goldking. Wahrscheinlich danach nochmal ein Goldini. Meine Nase juckt. Oh, nicht töten. Dankeschön. Irgendwann müsste ich doch mal wieder oben sein. Oh, Dennis erreicht Level 43. Nice. Mist! Okay, ab ins Wasser. Alex, genau. Da oben ist eine Verengung. Ich freue mich. Das wie See. Was haben wir hier? Was wohl? Warum finden wir nicht irgendwie mal ein tolles Pokémon im Wasser? Zum Beispiel ein Austoss. Zum Beispiel ein Austoss. Ich sag's ja nur. Ich glaube, dafür muss man dann angeln oder so. Toll. Was ist hier? Ein Taubsi. Dödö. Also nochmal hier ins Wasser, Alex, Surfer, und dann will ich auf die andere Seite und da ist bestimmt auch nix. Ah. Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Aber nicht genug Speicherplatz. Ich freue mich, dich zu sehen. Was macht dein Pokédex? Zeig doch mal her. In deinem Pokédex steht eine Fliege. Gesehen 118 Pokémon, Besitz 52. Bewertung: Du hast bereits 50 verschiedene Pokémon gefangen. Hole dir bei meinen Gehilfen den EP-Teil ab. Habe ich schon. Vollidiot. Ihr wartet auf mutige Herausforderer. Bringt eure stärksten Pokémon mit und zeigt, wie gut ihr seid.
Wenn sie für uns. Okay. Blappa. Es geht Hilfe, ich studiere mit ihnen die Pokémon. So. Gut, dann hätten wir jetzt eigentlich soweit alles abgegrast. Ist meine Mutter zu Hause? Ist das meine Mutter? Nee, das ist die Schwester. Hallo. Je mehr Zeit du mit deinem Pokémon widmest, desto mehr Vertrauen die dir. Und dann meine Mama. Ist die hier drin, ne? Ja. Jolle, wenn du zu hart zu deinen Pokémon bist, werden sie nicht zutraulich. Du solltest eine kurze Pause einlegen. Sehr gut. Du und deine Pokémon sehen großartig aus. Achte auf dich. Nur so jetzt nochmal, ne? Ne. So. Dann fliege ich jetzt nochmal. Genau nach Vertania City. Jetzt wollte ich mal gucken, ob da noch eine Arena ist. In die ich noch nicht reinkam. War das hier so? Weil irgendjemand meinte, mir fehlen noch zwei Orden. Nur irgendwie. Es ist ja nur noch eine Arena da. Bin ich hier überhaupt? Christoph? Ja. Über den hier? Ja. Die Pokémon-Arena ist stets geschlossen. Ihr fragt mich, wer hier wohl der Arena-Leiter sein mag. Ah, okay. Alles klar. Dann gucke ich mal wirklich, ob die zu ist. Tür der Arena verschlossen. Okay. Dann. Christoph. Nee, Lars. Fliegen. Und zwar nach da unten. Da hin. Guck ich mal, ob die jetzt immer noch zu ist. Die ist geschlossen. Okay. Dann gehe ich jetzt nochmal zu diesem Typi hin. Und guck, ob der unser Item fertig hat. Also unser Item. Also unser Pokémon. Wo warst du? Wir haben dein Fossil wiederbelebt. Ein Aerodactyl, ganz wie ich es vermutet habe. Es ist kein Platz für das Pokémon. Ja, ist doch gut. Du brauchst mich nicht voll zu labern. Dann gehen wir halt nochmal raus und wechseln die Box. Wird es angezeigt, wie viele da drinnen sind? Ja, dann mache ich nochmal die erste an. Ich glaube, die war nicht komplett voll. War das die? Ja. Das Spiel gesichert, ja. Gucken, ob es funktioniert. Es wäre jetzt natürlich sehr lustig, wenn die erste auch voll wäre, weil dann hätte ich nämlich gewechselt, ohne dass ich wusste, dass die voll war. Was du? Ah, okay. Nein. Achso. Nein, schade. Okay. Dann gucken wir uns gerade noch das Aerodactyl an.
denk mal, das wird auch irgendwo da hinten sein. An die. Ah. Justus. Ammonitas. Aerodactyl, da haben wir es doch. Oh. So ein tolles Pokémon, das sieht so cool aus. Aerodactyl, Fossil. Größe 1,8 Meter, Gewicht 59 Kilogramm. Dieses wilde Urzeit-Pokémon wurde aus einem Bernstein eingeschlossener DNS wiederbelebt. Okay. Gut. Quatsch mal hier gerade noch mit den. Hast du noch irgendwas für mich? Wir können hier verschiedene Pokémon entwickeln. Moment! Da liegen Schlüssel! Nee, das waren diese Pfeifen. Eine Pfeife aus Bernstein. Okay, es geht nicht. Oder war hier der Besprechungsraum? Hallo, wo bist du? Nee. Ich habe ja noch nicht mal einen Enton gesehen. Schön. So. Auf jeden Fall müssen wir dann beim nächsten Mal irgendwas an diesen komischen Dingern da machen. Aber um dieses hier werden wir uns dann bei der nächsten Aufnahmesession kümmern, denn ich werde jetzt aufhören aufzunehmen, denn wir haben schon 18 Uhr und ich weiß gar nicht, wie viele Parts ich jetzt schon aufgenommen habe. Auf jeden Fall war das heute wieder sehr spannend und ganz viel erlebt haben wir. Ja, vielleicht nehme ich morgen schon die nächsten Parts auf. Werde ich dann mal sehen. Ach, diese Musik, ne? Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass wir uns dann halt beim nächsten Mal dann wiedersehen. Tschüss!